Mobile Kommunikation verbindet uns mehr denn je und ist die Grundlage von technischem und sozialem Fortschritt. Demgegenüber steht ein permanent hoher Energieverbrauch der Mobilfunkbasisstationen. Die Systeme laufen 24 Stunden, jeden Tag in der Woche mit fast 100% Energieverbrauch, auch wenn die abgerufene Datenmenge gering ist. Hier liegt ein riesiges Energiesparpotenzial. Doch wie lässt es sich erschließen? Tagsüber besteht ein sehr großer Datenratenbedarf. Die Frequenzressourcen müssen bestmöglich genutzt werden. Die mobilen Netzwerke werden mit höchster spektraler Effizienz betrieben, was einen hohen Energieverbrauch nach sich zieht. Auf der Suche nach umweltgerechtem Mobilfunk haben wir von der Wireless Communication and Networks Abteilung des Heinrich-Hertz-Instituts ein effektives Energiesparverfahren entwickelt, den Bandwidth Expansion Mode, BEM. Zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel nachts, befinden sich nur wenige Nutzer in einer Funkzelle und wir haben demzufolge einen geringen Datenverkehr. BEM passt die Sendeleistung an das geringere Datenvolumen an und spart so bis zu 30% Energie. Bei LTE werden die zu übertragenden Daten auf Frequenzblöcke verteilt. Aufgrund der geringen Datenmenge bleiben viele Frequenzblöcke jedoch ungenutzt. Mit BEM wird die Sendeleistung der Basisstation reduziert. Das spart Energie. Aber das Signal, das beim Benutzer ankommt, ist jetzt schwächer und die Datenrate sinkt. Die geringere Empfangsleistung wird jedoch durch die Verwendung der ungenutzten Frequenzblöcke ausgeglichen. Das sorgt für konstante Netzqualität für den Nutzer. Wir haben mit BEM ein effektives Verfahren entwickelt, das die Sendeleistung der Basisstation an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Der Energieverbrauch sinkt dadurch um bis zu 30%. Der Bandwidth Expansion Mode ist eine neue Technik, die modernste Datenkommunikation mit umweltgerechter Energienutzung verbindet. Das bedeutet verlässliche Sprache- und Datenübertragung bei geringem CO2-Ausstoß auf der Netzseite. Damit liefern wir einen wichtigen Beitrag für die Mobilkommunikation der Zukunft.